Die mittelalterliche Welt ist voll von ritualisierten, symbolischen Handlungen und Zeichen. Sie konstituieren Gemeinschaft und drücken Respekt aus. Zentral ist, dass diese Zeremonien nach definierten, aber durchaus auch pragmatisch abgewandelten Abläufen erfolgen. Eine davon ist die Kärntner Herzogseinsetzung. In vielen Ländern Europas gibt es Krönungssteine. Der bekannteste ist wohl der schottische Stone of Scone, der im britischen Krönungsritual eine besondere Rolle spielt. Beim Stein von Mora wurden im Mittelalter die schwedischen Könige gewählt. Auch für Prag ist ein Fürstenstein der Przemysliden bezeugt. Eine erste Erwähnung der Zeremonie am Zollfeld geht auf einen Brief im Jahr 1161 zurück. Fratrem de functis lucis in sedem carantani ducatus intronizavi. Genauere Beschreibungen stammen allerdings erst aus dem Spätmittelalter. Am ausführlichsten ist hierbei Abt Johann von Fichtring, der selbst die Einsetzung Ottos des IV. 1335 und Albrechts des II. 1342 miterlebte. In dieser Zeit war die Belehnung durch den König bereits erfolgt, der Herzog musste nur noch im Land eingeführt werden. Der neue Herzog in bäuerlicher Kleidung wurde in Calenburg von einem auf dem Fürstenstein sitzenden Edlingerbauern erwartet. Der Bauer fragt dann in slawischer Sprache, wer der Ankömmling sei, ob er ein guter und gerechter Richter sei, ob er freien Standes sei, ob er den rechten christlichen Glauben habe und mit welchem Recht er von diesem Stein vertrieben werden soll. Danach verlässt der Bauer den Stein und gibt dem Fürsten einen Backenstreich. Er nimmt einen Stier und ein Pferd an sich, erhält 60 Denare, die Kleider des Herzogs und ein Privileg über Abgabenfreiheit. Der Herzog besteigt daraufhin den Stein und schwingt das Schwert in alle Himmelsrichtungen. Danach ging es zur Festmesse, geleitet vom Bischof von Gurk, nach Mariasaal. Nach einem Festmahl folgten am Nachmittag die Zeremonien auf dem Herzogstuhl. Hier werden nun die Lehen neu verliehen und es wird Gericht gehalten. Der Herzogstuhl ist ein Doppelthron. Auf der östlichen Seite sitzt der Herzog, auf der westlichen Seite der Pfalzgraf als sein Stellvertreter. Wie alt die Rechtsdenkmäler und damit die Zeremonie wirklich sind, lässt sich nicht mehr eindeutig sagen. Gerne wird die Einsetzung in slawischer Sprache schon in karantanische Zeit zurückdatiert. So wird der Fürstenstein zu einem Symbol für den slowenischen Nationalismus und damit ein Stein des Anstoßes. Als 1991 der Fürstenstein auf den provisorischen Banknoten der neuen Republik Slowenien abgebildet wurde, kam es zu heftigen politischen Reaktionen in Kärnten. Bei den regulären Banknoten wurde schließlich darauf verzichtet. Nach dem Beitritt zur Europäischen Union bereitete sich auch Slowenien auf die Einführung des Euro als neue Währung vor. Da nun der Fürstenstein auf den 2-Cent-Münzen abgebildet werden sollte, kam es erneut zu heftigen Reaktionen in Kärnten. Diesmal wurde der Fürstenstein, der damals unvorteilhaft im Eingangsbereich des Landesmuseums für Kärnten aufgestellt war, in das Foyer der Landesregierung überführt. Im März 2006 wurde der Fürstenstein schließlich im großen Wappensaal des Kärntner Landhauses aufgestellt, wo er bereits von 1869 bis 1905 zu sehen war. Trotz allem ist der Fürstenstein ein besonderes Rechtsdenkmal, das auf symbolische Handlungen des Mittelalters verweist. Und er ist das einzige Symbol Kärntens, das auf regulären Münzen zu finden ist.